Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Knapp eine Woche nach den Brandanschlägen von Mölln ist ein mutmaßlicher Tatverdächtiger in Haft. Nach Angaben von Generalbundesanwalt von Stahl handelt es sich um einen 19 Jahre alten Mann aus der Stadt. Er soll mit mindestens einem weiteren, noch nicht bekannten Täter die beiden Häuser in Mölln angezündet haben. Der Verhaftete leugnet bisher die Tat. Er gehört zu Stahl, der Gruppe um den bereits verhafteten Rechtsradikalen Peters an. Die Brandanschläge seien jedoch von Einzeltätern verübt worden und nicht von einer Terroristengruppe. Dem 19-Jährigen wird dreifacher Mord, Mordversuch und schwere Brandstiftung vorgeworfen. Mit von Stahl sprach Karl-Dieter Möller. Der Generalbundesanwalt, der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs, hat Haftbefehl gegen einen 19-jährigen Heranwachsenden aus Mölln erlassen. Ist das der Täter? Wir gehen mit dem Ermittlungsrichter davon aus, dass wir einen von zwei möglichen Tätern damit festgesetzt haben. Er wurde überführt aufgrund von Zeugenaussagen, die wir im Einzelnen nachgeprüft haben. Wie ist man auf diesen mutmaßlichen Täter gestoßen? Ich sagte bereits, Zeugenaussagen aus dem unmittelbaren Tatgeschehen, die wir überprüft haben. Nun war ja und ist eine Belohnung von 150.000 Mark ausgesetzt. Hat die dabei eine Rolle gespielt? Soweit ich jetzt übersehen kann, nein. Welcher Szene ist denn der Täter zuzuordnen? Rechtsextremistischen oder welcher Richtung? Er soll deinem äußeren Gehabe zumindest nach in die Rubrik Skinhead einzugruppieren sein. Und wo wurde er festgenommen? An seinem Arbeitsausbildungsplatz. Es ist also ein Auszubildender noch? So ist es. Nun waren immer Spekulationen da, dass möglicherweise der Anschlag auch aus dem Rotlichtmilieu aus Hamburg kommen könnte. Geht man diesen Spekulationen, diesen Möglichkeiten noch nach? Es wäre ein Fehler, nicht allen Spuren nachzugehen. Es sind, glaube ich, insgesamt 90, die Soko vorliegen hat. Aber zunächst einmal ist die Hauptspur die, die heute zur Verhaftung geführt hat. So sah der mutmaßliche Brandstifter von Mölln vor 3 Jahren aus. Sein Name Lars Christiansen, heute 19 Jahre alt. Zurzeit macht er eine Lehre als Einzelhandelskaufmann. Bis zu seiner Verhaftung am vergangenen Sonnabend wohnte er in diesem Haus in Mölln, wo die Polizei in seiner Dachwohnung umfangreiches neonazistisches Propagandamaterial sicherstellte. Nachbarn war der junge Mann bislang nicht besonders aufgefallen. Ruhiger, unauffälliger Typ. Also die rumgeschrien hier, also. Also ich meine, dass er so Skinhead-mäßig drauf ist, das wusste ich von einem Bekannten, der hier auch wohnt, der ihn eben schon mal gesehen hat. Aber weiter was nicht. Nach den Ermittlungen der Bundesanwaltschaft gehört Lars Christiansen seit September dieses Jahres zu der rechtsextremistischen Skinhead-Gruppe um Michael Peters. Der 25-Jährige war am vergangenen Mittwoch zusammen mit 8 Komplizen in Gudow festgenommen worden. Ihnen werden bewaffnete Überfälle auf Asylbewerberunterkünfte nachgewiesen. Beweise für ihre Beteiligung am Möllner Terroranschlag gibt es bisher nicht. In Mölln soll Christiansen auf eigene Faust gehandelt haben. Die Polizei stuft ihn zurzeit noch als Einzeltäter ein, der zusammen mit nur einem Komplizen die Brandsätze geworfen haben soll. Der Generalbundesanwalt beantragte außerdem Haftbefehl gegen 2 weitere Mitglieder der Gruppe Peters. Die 16 und 17 Jahre alten Verdächtigen sollen an einem Anschlag auf ein Asylbewerberheim in der Nähe von Hagenow beteiligt gewesen sein. In Winsenluhe hat die Polizei nach einem Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft 5 Männer festgenommen. 3 von ihnen hatten nach Angaben der Behörden nichts mit dem Anschlag zu tun und kamen wieder frei. Eine der beiden Hauptverdächtigen legte ein Geständnis ab. Gegen sie wurde Haftbefehl wegen versuchten Mordes und Brandstiftung beantragt. Bundespräsident von Weizsäcker hat heute in Bonn einer hochrangigen Parlamentarierdelegation aus der Türkei zugesichert, er werde sich weiter persönlich dafür einsetzen, dass die deutsch-türkische Freundschaft fortbesteht. Die Abgeordneten aus Ankara hatten über die Angst ihrer in der Bundesrepublik lebenden Landsleute nach dem Mordanschlag in Mölln berichtet. Später äußerten sich die Parlamentarier zufrieden. Auch der Außenminister und die Justizministerin hätten ihnen versichert, alles zu tun, dass sich solche Vorgänge nicht wiederholen. Die Ausschreitungen in Deutschland waren heute auch Thema einer mehrstündigen Sitzung des israelischen Parlaments. Außenminister Peres forderte im Namen der Regierung erneut ein hartes Vorgehen gegen Neonazis. Die Anschläge seien keine Randerscheinung, sondern schwerwiegend.
Die Bundesregierung in Bonn zeigte Verständnis für die Sorgen Israels. Regierungssprecher Vogel stellte aber auch fest, es handle sich um Ausschreitungen einzelner extremer Gruppen, die mit aller Härte des Gesetzes verfolgt würden. Mit einer Gedenkstunde gegen das Vergessen hat die niedersächsische Landesregierung heute der etwa 100.000 Menschen gedacht, die im Konzentrationslager Bergen-Belsen getötet wurden. Anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Gedenkstätte kamen Gäste aus dem In- und Ausland. Bundestagspräsidentin Süssmuth sagte, der Staat müsse mit allen ihm zur Verfügung stehenden Rechtsmitteln deutlich machen, dass er nicht vor Mord und Totschlag weiche. Nach der Kranzniederlegung sprach auch eine Überlebende des Konzentrationslagers zu den Gewalttaten dieser Tage. Dieses Phänomen der maßlosen Gewalt, diese grauenvollen Bilder der Schändung mit Todesfolgen, all das kann mir doch nicht egal sein und nicht gleichgültig. Von 550.000 Asylbewerbern in der Europäischen Gemeinschaft nimmt Deutschland in diesem Jahr 80% auf. Die Innenminister der EG haben deshalb heute in London nach Möglichkeiten gesucht, das Asylrecht innerhalb der Gemeinschaft zu vereinheitlichen. Vor dem Konferenzgebäude fordern ein paar Demonstranten liberalere Asyl- und Einwanderungsgesetze. Doch das Gegenteil zeichnet sich ab. Nicht nur in Großbritannien, sondern überall, die Festung Europa soll Gestalt annehmen. Minister aus der EG und einigen weiteren europäischen Ländern beraten, was zu tun ist. 1993 sollen die Grenzen in der EG fallen. Wie kann sich Europa dann vor dem Zustrom aus dem Rest der Welt schützen? Dänemark und Großbritannien machten klar, sie wollen ihre Grenzen lieber noch behalten. Zumindest so lange, bis die Deutschen ihr Asylbewerberproblem gelöst haben. Der Leiter der deutschen Delegation sagt: Ich würde sagen, wir stoßen natürlich in vielen Punkten auf das Problem, dass die anderen die Angst haben, dass Deutschland zu einem Art Einfallstor wird. Flüchtlinge und Asylbewerber aus Deutschland könnten sich nach dem Fall der Grenzen überall frei bewegen. Hier wird beraten, wie die Asylgesetzgebung in der gesamten EG harmonisiert, das heißt einheitlich verschärft werden kann. Etwa durch Erschwerung der Einreise nach Europa oder durch zügigere Abschiebung. Die deutsche Delegation drängte darauf, dass in der Frage der Jugoslawien-Flüchtlinge die Lasten gerechter verteilt werden. Mit äußerst begrenztem Erfolg. Immerhin, die Briten erklärten, dass sie statt bisher 4.000 nun doch 8.000 aufnehmen wollen. In der Bundesrepublik leben zurzeit 235.000 Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien. Die PDS muss sich einen neuen Vorsitzenden suchen, nachdem Gregor Gysi heute angekündigt hat, dass er nur noch bis Januar nächsten Jahres die Partei führen will. Gregor Gysi, die Leitfigur der PDS, gibt auf. Als Vorsitzender der SED-Nachfolgepartei will er nicht mehr kandidieren. Er hat heute Nachmittag in Berlin den Bundesvorstand gebeten, auf dem Parteitag im Januar 93 einen neuen Vorsitzenden zu wählen. Gysi gab für seinen Entschluss persönliche und auch politische Gründe an. Er beklagte die parteiliche Zerrissenheit der PDS, die in vier politische Strömungen gespalten sei. Aber auch seine eigene Person sei ein Problem für die Partei gewesen. Es ergab sich eine Dominanz meiner Person in der PDS, die mir viele Aufgaben verlieh. Ich war nicht nur ihr Vorsitzender, sondern auch ihr Anwalt, ihr Verteidiger, ihr Sprecher. Fast der Einzige, der in den Medien und im Ausland wahrgenommen wurde. Das Schlagwort der Medien lautet Ein-Mann-Show. Die politische Arbeit der PDS, so Gysi, soll sich nun auf mehrere Schultern verteilen. In seiner 11-seitigen Erklärung nannte er auch noch eine weitere Begründung. Bereits vor 4 Wochen war sein Vize André Brie von seinem Amt entbunden worden. Er hatte 19 Jahre lang für die Stasi gearbeitet. Die Öffentlichkeit warf Gysi vor, von dieser Tätigkeit gewusst zu haben. Bekanntlich habe ich in Bezug auf André Brie einen politischen Fehler begangen, den ich auch einräumte. André Brie hat einen Parteitagsbeschluss verletzt und ich habe davon gewusst. Auch daraus heute die Konsequenz. Die Parteibasis reagierte unterschiedlich. Einerseits Enttäuschung, Überraschung und auch Verständnis. Gregor Gysi bleibt aber der Politik treu. Er vertritt die PDS weiterhin im Bundestag. Im Prozess gegen den ehemaligen DDR-Staats- und Parteichef Honecker und 3 weitere Spitzenpolitiker ist heute von dem Berliner Landgericht die Anklageschrift verlesen worden.
Die Staatsanwaltschaft wirft Honecker und seinen Mitangeklagten vor, als Angehörige des Nationalen Verteidigungsrates der DDR maßgeblich an der Errichtung und dem Ausbau der Grenzanlagen zu West-Berlin und der Bundesrepublik beteiligt gewesen zu sein. Sie werden in dem Prozess als Mittäter für die Tötung von 13 Flüchtlingen verantwortlich gemacht. Die Angeklagten äußerten sich heute nicht zu den Vorwürfen. Der russische Verfassungsgerichtshof in Moskau hat heute das von Präsident Jelzin verfügte Verbot der Kommunistischen Partei der Sowjetunion im Grundsatz bestätigt. Der Aufbau einer Nachfolgepartei ist aber zulässig. Nach 9 Monaten Verhandlung und der Anhörung von über 100 Experten verkündet das Gericht sein Urteil. Ein Gericht, das seine Unabhängigkeit mehrfach bewies, obwohl die meisten Richter auch mal der Kommunistischen Partei angehörten. Sein Urteil bestätigt die Entscheidung Präsident Jelzins, soweit damit die Führungsstrukturen und der Apparat der Kommunistischen Partei verboten wurden. Aber es schränkt ein, nicht verfassungsmäßig war Jelzins Erlass, auch die örtlichen Vereine der Kommunistischen Partei Russlands zu verbieten. Die können sich also neu konstituieren. Weniger klar ist, was aus dem riesigen Vermögen der ehemaligen KPDSU wird. Auch da hat Präsident Jelzin nur zum Teil Recht bekommen und um den Parteibesitz wird noch viel Streit und viel Prozess sein. Und ob die KPDSU jemals als verfassungsmäßige Partei existierte? Das Gericht meint, die Frage habe sich erübrigt. Die Partei sei zur Zeit des Verbots ohnehin schon zerfallen gewesen. Und was in Zukunft aus den Kommunisten wird, das war nicht die Frage, die das Gericht zu beantworten hatte. Ein salomonisches Urteil, meinen viele Beobachter. Präsident Jelzin kann damit gut leben. Die kommunistischen Abgeordneten des Volksdeputiertenkongresses können ihm morgen daraus keinen Strick drehen, um seinen Rücktritt zu erzwingen. Und 20 Millionen ehemalige Parteimitglieder brauchen nicht zu befürchten, als Angehörige einer verbrecherischen Organisation diskriminiert zu werden. Die meisten sind sowieso schon ausgetreten. Die anderen können nun überlegen, ob sie noch einmal eine Linkspartei kommunistischer Herkunft gründen wollen. Das ist demokratisch genug. UN-Generalsekretär Boutros Ghali hat sich heute für einen Militäreinsatz unter Kontrolle und Kommando der Vereinten Nationen in Somalia ausgesprochen. In einem Brief an den amtierenden Präsidenten des UN-Sicherheitsrates Erdős schreibt Ghali, er sehe keine andere Möglichkeit als einen Einsatz von Soldaten, um den Millionen vom Hungertod bedrohten Menschen zu helfen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat vom kommenden EG-Gipfel in Edinburgh ein europäisches Investitionsprogramm gefordert. Im Mittelpunkt, so DGB-Vorstandsmitglied Geuernich, sollten die staatliche Förderung der Verkehrs- und Energieverbindungen zu den mittel- und osteuropäischen Staaten sowie Maßnahmen zur Sanierung der Ostsee stehen. Die Bundesbürger müssen sich nach den Worten des FDP-Vorsitzenden Lambsdorff im kommenden Jahr auf reale Einkommenseinbußen einstellen. Nach einer Präsidiumssitzung seiner Partei sagte Lambsdorff, er teile nicht die Ansicht von Bundeskanzler Kohl, dass höchstens ein Stillstand in der Wirtschaftsentwicklung zu erwarten sei. Der FDP-Chef wörtlich, wir sind jetzt in der Rezession. Diese Einschätzung hatte zuvor auch Wirtschaftsminister Möllemann vertreten. Demgegenüber sieht Finanzminister Weigel, CSU, schon für das nächste Jahr einen deutlichen Wirtschaftsaufschwung. Vor dem Wirtschaftsbeirat der Union in München verwies Weigel auf wichtige Wachstumssignale, so zum Beispiel die sich abzeichnende lohnpolitische Zurückhaltung. Diese könnte 1993 weitergehende Zinsermäßigungen ermöglichen. Bei einem schweren Zugunglück südwestlich von Amsterdam sind mindestens 5 Menschen getötet worden. An den mehrstündigen Rettungsarbeiten waren Hunderte von Helfern beteiligt. 36 Fahrgäste des vollbesetzten Intercity Amsterdam-Vlissingen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Der Zug war am Morgen aus noch ungeklärter Ursache entgleist. 4 der 7 Waggons stürzten um. Der erste raste in eine Baumgruppe. Im Hauptbahnhof von Hannover ist am Mittag eine elektrische Lok auf einen abfahrbereiten Schnellzug aufgefahren. Dabei wurden 17 Reisende verletzt, als der letzte Waggon zusammengedrückt wurde. Es entstand Sachschaden von etwa 500.000 Mark. Wegen 6-fachen Mordes und 2-fachen versuchten Mordes hat ein Gericht in Potsdam den 26-jährigen Wolfgang Schmidt zu 15 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Zugleich folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft, den sogenannten Belitz-Mörder zunächst in eine psychiatrische Anstalt einzuweisen. Dem Angeklagten war in einem Gutachten verminderte Schuldfähigkeit bescheinigt worden. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 1. Dezember. Der Satellitenfilm zeigt besonders über dem mittleren und dem nördlichen Deutschland noch starke Bewölkung.
Eine große Wolkenlücke weitete sich von Frankreich nach West- und Süddeutschland aus. Von der Nordsee verläuft ein Band starker Bewölkung zur Biskaya. Es verlagerte sich langsam nach Westfrankreich. Der zugehörige Tiefausläufer zieht weiter ostwärts und überquert, mit Ausnahme Bayerns und Ostsachsens, am Dienstag weite Teile Deutschlands. Dahinter wird weiterhin milde Meeresluft herangeführt. Die Vorhersage für morgen. Zunächst verbreitet Nebel, dann im Süden wolkig mit sonnigen Abschnitten, im Norden und im Westen zunehmende Bewölkung mit zeitweiligen Regenfällen, im Tagesverlauf wieder Wolkenauflockerungen. Tiefstwerte in Sachsen und in Bayern bis nahe 0 Grad, sonst 3 bis 8 Grad. Höchsttemperatur 7 bis 12 Grad. Im Tagesverlauf stark auffrischender Wind aus Süd bis Südwest. Die weiteren Aussichten: Am Mittwoch nach kurzer Wetterbesserung von Westen erneut Regen, windig und weiterhin sehr mild.